Abschließbare Fenstergriffe tragen einerseits zum Einbruchschutz bei, dienen aber andererseits auch gleichzeitig als Kindersicherung. Die Kosten sind hier relativ gering und die Montage ist sehr unkompliziert, weswegen diese abschließbaren Fenstergriffe in letzter Zeit an Popularität gewonnen haben. Hier sind die besten Alternativen für abschließbare Fenstergriffe. Den Anfang macht der Fenstergriff FG300A von Abus. Und dass dieses Produkt von Abus stammt, sagt schon viel über die Qualität des Produktes aus. Denn Abus hat schon mehrere Male unter Beweis stellen können, dass es im Aspekt Sicherheitsprodukte und Sicherheitsherstellung zu den Spitzenreitern gehört. Was besonders ist an diesem Fenstergriff, ist, dass es bei einer Manipulation oder bei einem Anbruchsversuch oder bei sonstigen Beschädigungen einen Alarm von 110 Dezibel von sich gibt. Der Fenstergriff für 57,72 € bietet Ihnen folgende Vorteile. Es handelt sich hierbei um einen Fenstergriff, der einen besonders hohen Widerstand von 200 Newtonmeter aufweist. Des Weiteren verfügt es über ein besonders widerständiges Gehäuse aus Zinkdruckglas und es ist kombinierbar mit anderen Abus-Produkten, wie beispielsweise dem Gasmelder. Des Weiteren ist es batteriebetrieben. Die Nachteile sind, dass es nicht gerade billig ist, was die Anschaffung angeht und dass es unter bestimmten Umständen zu Fehlalarmen kommen kann. Beim Funkfensterantrieb FCA 3000 von Abus handelt es sich um ein Gerät, bei dem Sie die Möglichkeit haben, Türen und Fenster per Knopfdruck öffnen und schließen zu lassen. Abgesehen davon bleibt natürlich die normale und manuelle Version des Schließens erhalten. Im Falle eines Einbruchs gibt dieser Fenstergriff einen Alarm von sich. Dieser kann bis zu 110 Dezibel laut werden. Der Preis von 242,35 Euro mag auf den ersten Blick vielleicht etwas teuer wirken. Doch tatsächlich weist dieser Fenstergriff ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Des Weiteren überzeugt es dadurch, dass es mit der Funktastatur verschließbar ist, dass es besonders gut für Terrassentüren geeignet ist, dass ein lauter Einbruchalarm von sich gegeben wird und dass es kombinierbar mit den anderen Abus-Produkten ist. Die Nachteile sind die 42 mm dicke Schicht, die nicht an alle Fenster montierbar ist und dass es nicht geeignet für nach innen geöffnete Fenster ist. Hingegen lässt sich der Fenstergriff FG210 von Abus in alle Richtungen öffnen, sowohl nach innen als auch nach außen. Außerdem ist der Griff über einen Vierkant in den Maßen 28, 32, 36, 40 oder 40 mm verstellbar. Ein Vierkantstift mit 7 mm ist auch vorhanden. Die Schlüssel sind hier untereinander austauschbar. Des Weiteren ist es in der Kippstellung verschließbar. Die Nachteile sind, dass aber keine weiteren Ausführungen vorhanden sind und dass auch so kein zusätzliches Zubehör vorhanden ist. Dafür ist der Preis aber relativ niedrig mit 17,99 €. Beim Edelstahl-Fenstergriff von Gedotec handelt es sich um ein Produkt, welches mit seinem Aussehen überzeugen kann. Mit seinem elegant glänzendem Aussehen und mit der L-Form, die es mit sich bringt, gilt es als Designerprodukt. Des Weiteren ist es auch gut für Sicherheit geeignet, da es Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit bietet und das Fenster vor ungewolltem Öffnen schützt. Die Vorteile sind wie eben genannt, dass es eine edle Optik durch das gebürstete Edelstahl mit sich bringt und dass die Schlüssel untereinander austauschbar sind. Der Preis, der hier zu zahlen ist, sind 32,90 €. Die Nachteile sind, dass hier keine weiteren Ausführungen vorhanden sind und dass beim Set auch kein weiteres Zubehör vorhanden ist. Der Atlanta-Fenstergriff von Hoppe überzeugt damit, dass er in verdeckt geschraubter Ausführung erhältlich ist und dass er über einen integrierten Sperrzylinder verfügt. Des Weiteren ist der Preis hier relativ niedrig. Neben der Tatsache, dass die Schlüssel untereinander austauschbar sind, kann man diesen Fenstergriff in der Kippstellung verschließen. Des Weiteren ist dieser Fenstergriff für einen günstigen Preis von 31,84 € zu erhalten. Und es gibt eine unsichtbare Installation. Die Nachteile sind, dass es keine Kombination mit anderen Produkten gibt und dass kein weiteres Zubehör enthalten ist. Der Fenstergriff Stuttgart ist ein weiteres Produkt von Hoppe. Und auch wie der Fenstergriff Atlanta überzeugt dieses Produkt mit einem günstigen Preis und mit einer sehr guten Qualität. Der Fenstergriff ist bewusst so konzipiert, dass er ohne großen Kraftaufwand geöffnet werden kann. Des Weiteren ist die Installation sehr unkompliziert und einfach und es gibt keine Rückstände der Montage. Die Vor- und Nachteile dieses Produktes für 19,43 € sind die exakt selben wie beim anderen Produkt von Hoppe auch. Und zwar, dass die Schlüssel untereinander austauschbar sind, dass es in der Kippstellung verschließbar ist, dass es einen günstigen Preis aufweist und dass ein Einbau einfach ist. Die Nachteile sind, dass es sich nicht mit anderen Produkten kombinieren lässt und dass auch hier kein weiteres Zubehör mit enthalten ist. Der Fenstergriff aus Aluminium von KW Mobile ist ein Fenstergriff, welcher besonders günstig ist und auch besonders modern aussieht. Er ist sowohl für das Öffnen von Türen als auch für das Öffnen und Schließen von Fenstern geeignet. Hierfür gibt es die typische Drehbewegung. Die Schlüssel sind untereinander austauschbar. Des Weiteren ist der Griff in der Kippstellung verschließbar. Das Produkt können Sie in verschiedenen Farben bestellen und im großen Lieferumfang sind weiterhin auch noch Schrauben und verschiedene Schlüssel mit enthalten. Der günstige Preis von 17,90 € ist hierbei auch noch ein zusätzlicher Vorteil. Die Nachteile sind aber die 37 mm Dicke, die bedeutet, dass der Griff nicht an alle Fenster montierbar ist, dass es keinen weiteren Zubehöranteil gibt und dass es auch keine Alarmfunktion gibt. Der Fenstergriff FG110 von Abus ist ein sehr günstiger Fenstergriff. Bei der Konzipierung war dieser Fenstergriff darauf ausgelegt, hauptsächlich als Kindersicherung zu fungieren.
Gegen den Einbruchschutz ist er daher eher weniger geeignet. Das Produkt für 11,95 Euro ist besonders für die Sicherheit bezüglich Kinder gut geeignet. Es ist auch wie die Produkte davor in der Kippstellung verschließbar. Es ist in Braun, Silber und Weiß erhältlich, weist einen sehr günstigen Preis mit seinen 11,95 Euro auf und ist von der bekannten deutschen Marke Abus. Die Nachteile sind, dass kein weiteres Zubehör mit enthalten ist, dass es keinen idealen Einbruchsschutz bietet und dass es keine Kombination mit anderen Abus-Produkten hier gibt. Und nun ein weiterer Fenstergriff von Abus, und zwar das FG200. Hierbei handelt es sich um ein Modell, welches über einen Druckzylinder und einem längenverstellbaren Vierkantstift verfügt. Des Weiteren ist das Modell abschließbar. Auch hier sind die Schlüssel untereinander austauschbar, es ist in der Kippstellung verschließbar, in Weiß und Silber erhältlich und weist einen günstigen Preis auf mit nur 19,25 Euro. Die Nachteile sind hier, dass kein weiteres Zubehör mit enthalten ist, dass es nicht gut als Einbruchsschutz dient und dass es keine Kombination mit anderen Abus-Produkten gibt. Der SIM-BR abschließbare Fenstergriff zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er sehr einfach und unkompliziert montierbar ist. Des Weiteren ist dieses Modell nicht nur zur Kindersicherung geeignet, sondern auch ideal für den Einbruchsschutz. Auch bei diesem Modell ist der Vorteil vorhanden, dass es in der Kippstellung verschließbar ist. Des Weiteren eignet es sich sehr gut für die Kindersicherung, es weist einen guten Preis mit 16,99 Euro auf, ist sehr gut für den Einbruchsschutz auch noch geeignet und eine einfache Montage ist möglich. Die Nachteile sind, dass es nicht an alle Fenster montierbar ist, dass es keine weiteren oder anderen Ausführungen dieses Modells gibt und dass kein zusätzliches Zubehör beim Lieferumfang mit dabei ist. Wer gegen Einbrecher vorgehen will, der macht beim Kauf eines abschließbaren Fenstergriffes nichts falsch. Wenn Sie lediglich einen Fenstergriff zur Kindersicherung oder zur Abschreckung von Einbrechern brauchen, dann ist die günstige Version, dann sind die günstigen Versionen allein schon ausreichend. Wenn Sie aber eine professionelle Sicherheit gewährleistet haben wollen, dann sollten Sie sich an die etwas teureren Versionen wenden. Alles klar. Ich hoffe, dieser Test war für euch übersichtlich und kann euch bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Anliegen habt, dann könnt ihr euch gerne auf unserer Webseite melden. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos von uns sehen möchtet, klickt hier. Vergesst außerdem nicht, uns zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit auf unserer Webseite www.digital-vergleich.de kontaktieren. Also, ciao und bleibt sicher!